Ei, gute wie! Unter dem gestrigen Video auf Gucke mir mal hatte ich einen Kommentar von wegen: Kann die Reaction auf den Unge Wig Beef kaum noch erwarten? Da sind wir also. Meine Damen und Herren, ja, die Leute sagen, was ist 2024 überhaupt los? So viele Enthüllungen, so viele YouTuber-Skandale. Ich sag's euch warum. 1. Januar 2024 macht der Gucke mir mal Kanal auf und ich beleuchte mir das so ein bisschen. Vor ein paar Tagen hatten wir schon die Reaction auf Alpha Kevin, war es glaube ich, der über die Unge-Tweets berichtete, weil Unge ja eine ganze Romanserie auf Twitter veröffentlicht hat, wo er schon mal vorbeugen wollte, weil er wusste oder ahnte, dass da was kommen soll in seine Richtung. Nach dem ganzen Annie-the-Duck-Thema sollen wohl auch Ex-Freundinnen von Unge sich zusammengetan haben, um ein Video zu machen. Und das kam auf dem Kanal von Rachel als einziges Video von ihr, einer Ex von umgespielt, und die hat das erzählt und ich habe mir das auch schon angehört eher, und ich muss sagen, ja, klingt alles plausibel, was sie sagt, aber ich sag's euch ganz ehrlich, jede Beziehung, die irgendwie endet, hat man dann hinterher wirklich viele Sachen, wo man dann über den jeweils anderen was Negatives sagen kann, und dass das in die Öffentlichkeit getragen wird, weiß ich nicht, ne? Er mochte die Katze nicht, die Katze mochte ihn nicht. Mal ist er ein bisschen ignorant zu ihr, mal heulte das Kissen voll, weil er sie nicht verlieren will. Ich sag mal, das klingt auch, muss ich zugeben, nach dem, was ich gehört habe, wenn man so da das Video für bare Münze nimmt, klingt es auch sehr nach so einer, weiß ich nicht, Teenie-Beziehung. So richtig relativ unreif irgendwo. Aber wer weiß, wo die Wahrheit liegt. Nur das sparen wir uns, hätte ich mir gedacht an der Stelle. Weil ich kenne sie jetzt ja auch nicht. Und deswegen lassen wir das einfach so stehen. Ne? Es gab also Probleme. Ich sag mal, wenn du mit einem Vollzeit-YouTuber zusammenkommst, der auch mal gerne 24-Stunden-Streams macht oder sogar noch mehr, und dann dich beklagst, der sitzt den ganzen Tag nur am PC. Ne? Es gibt hier auch Sachen, wo wir intensiv hätten drüber reden können. Aber wir lassen das einfach und konzentrieren uns auf Iblali Wig, Alligator 1024. Ja, Ikone, einer der ersten deutschsprachigen Let's Player, ne? Ganz klar. Und dass der sich mit Unge nicht gut versteht, das weiß man ja, ne? Als der nach Madeira ziehen wollte oder gezogen ist, gab es da echt so ein paar Differenzen. Und das könnte mir als außenstehende Person eigentlich egal sein. Aber wenn darüber jetzt geredet wird, dann höre ich mir doch mal an, was Wig dazu zu sagen hat. Das klingt, der Titel ist ja schon ein Vorwurf. Wie Simon Unge mir physisch schaden wollte. Psychisch. Nicht physisch. Psychisch. Okay? Also unbefangen kriegt ihr jetzt meine Bewertung zu der Situation. Gucke mal. Das schlägt so Wellen. Ich hab ein bisschen Angst. Ne? Es schlägt so Wellen. Es nimmt kein Ende. Es hat was losgetreten. Das letzte Mal, dass ich so ein Video hier drehen wollte, war im Jahr 2021. Also vor 3 Jahren. Könnt ihr euch noch an dieses Video hier erinnern? Da habe ich erzählt, dass ich nach Madeira gezogen bin. Und auf einmal lief da eine regelrechte Schmierkampagne gegen mich, wo sich Influencer von mir distanzierten und nichts mehr mit mir zu tun haben wollten. Und ich habe nie so wirklich konkretisieren können, womit das zusammenhängt, also warum das passiert ist. Aber Unges Ex-Freundin, Rachel, hat neulich das hier gedroppt. Was glaubt ihr, warum Iblali nicht mehr auf Madeira ist? Warum er da quasi weggescheucht wurde? Wer da der Hauptaggressor war? Ja gut. Jetzt wissen ihr alle Bescheid. Einige von euch haben das eh schon. Aber Unge hat auch immer gesagt, ich kann Wig in dem Falle nicht verbieten, auf Madeira zu wohnen. Das ist eine große Insel. Ja, also es ist ja wirklich eine Großstadt da eigentlich drauf. Ich finde es auch absurd, wie weit die weg im Meer ist, oder? Da hat man da nicht Angst vor Flut oder so? Andererseits gibt es auch hohe Berge. Aber es ist so weit weg vom Festland, das finde ich manchmal egal. Ich schon geahnt, aber es stimmt schon, der Hauptverursacher für das, was mir auf Madeira widerfahren ist, ist Simon Unge. Heute geht es um Lügen, es geht um Diffamierung, es geht um Gaslighting. Und ja, eine regelrechte Hetzkampagne, einfach nur, weil er mich nicht auf seiner Insel haben wollte. Dabei wollte ich einfach nur in Frieden auf Madeira leben. That's it. Ich kann mir gut vorstellen, dass ihr jetzt wahrscheinlich viele Fragen habt. Stimmt das wirklich? Das ist ja hochgepokert. Ich bin gespannt, ob das alles so eingehalten wird, was von dem Video versprochen wird. Aber das Ding ist, die Welt ist groß. So. Ich verstehe das zu einem gewissen Grad,
Unge sucht sich wohlbedacht eine Insel aus. Interessante Entscheidung. Aber es gibt so viele Inseln und so viele Orte, wo man hingehen könnte. Und die auch ähnliche Vorteile haben. Egal, ob es jetzt ist, seine Ruhe zu haben oder das Klima oder auch steuerliche Vorteile. Da gibt es ja viele Möglichkeiten, viele Orte. Ne? Dass so viele YouTuber, ne, dass Unges beste Freunde dann mitbekommen, das ist irgendwo logisch. Aber das gibt so viele, die vielleicht auch nur bedingt was mit Unge zu tun hatten, dahin gegangen sind. Kann ich nicht verstehen. Es muss doch noch mehr Optionen geben auf der Welt, oder? Warum ist das passiert? Warum schiebt Unge so ein Hasskick auf dich? Eines müsst ihr wissen, diese Problematik zwischen Simon und mir, das geht zurück bis ins Jahr 2015. Also einfach 9 Jahre. Da hat sozusagen alles zwischen uns begonnen. Und ich werde in diesem Video hier versuchen, alles möglichst chronologisch zu erzählen, also ergo, was 2015 passiert ist, zumindest aus meiner Sicht, bis heute. Das wird nicht leicht, weil stellt euch vor, ihr müsstet über etwas öffentlich reden, was euch seit 9 Jahren verfolgt und runterzieht. Aber let's fucking go. Bevor jetzt irgendwelche Leute schreiben, Bro, 2015, warum muss man denn mit so alten Kamellen kommen? Ich meine, juckt doch, was passiert ist. Ihr seid doch bestimmt inzwischen... Da war ich noch nicht mal geboren. Ach ja, 2015, irgendwie vorgestern war das, glaube ich. Ach Leute. Ich habe Vic noch nie persönlich getroffen, leider. Der war früher auch auf den Nintendo-Events, die wurden immer auf 2 verschiedene Tage aufgeteilt. Und ich wusste natürlich nie, an welchen Tagen wer kommt, und da hat man immer andere Personen gesehen. Aber der einzige, den ich nie getroffen habe, war Vic. Der hat immer den anderen Tag bei Nintendo genommen als ich. Und auch auf der Gamescom nie. Ich habe Unge auf der Gamescom getroffen, kurz unterhalten. Aber nicht viel. Das war auch schon ewig her. Völlig andere Menschen, oder nicht? Ganz ehrlich, ich würde es am liebsten auch vermeiden, wenn ich alles, was ich heute in diesem Video erzähle, miteinander zusammenhängen würde. Das heißt, ich muss über 2015 reden, damit man checkt, wie Madeira überhaupt zustande kam. Also für den Kontext. Hier oben links werde ich immer das Jahr einblenden, in dem sich meine Erzählung gerade befindet. Einfach nur, damit ihr nicht durcheinander kommt, alright? 2015. Anfang 2015 verstand... Wird es so komplex? Ach du liebes Lieschen. ...sich Simon und ich eigentlich noch ziemlich gut. Also zuvor hatten wir ein paar Videos gedreht, aber inzwischen trafen wir uns auch private, um zum Beispiel essen zu gehen oder mit dem Longboard durch Köln zu fahren. Wir waren einfach gute Kumpels und alles war so... Alles war noch harmonisch. Noch. Ungefähr zur selben Zeit lernte ich ein Mädchen kennen und die werde ich jetzt nicht namentlich nennen, deswegen nennen wir sie einfach... Mara, alright? Mara ist meine Ex-Freundin. Ich war extrem verliebt in diese Frau und die Zeit... Ich glaube, ich weiß, um wen es geht. Ich habe das tatsächlich bei den Backseat Boys gelesen. In den Kommentaren stand das. Und das könnte hinkommen, ich weiß es ja nicht. Zumal die ja nicht mal darauf reagiert haben, Bolo und Ricky, sondern auf die Rachel-Geschichte. Aber da wurde der Name gedroppt, angeblich. Bevor wir zusammenkamen... Ob das stimmt... Weiß ich nicht. Empfand ich einfach nur als mega schön. Also wir telefonierten teilweise 8 bis 10 Stunden, also bis in den Morgen. Aber ab dem Moment, wo wir zusammenkamen, wurde es irgendwie weird. Also plötzlich stritten wir wegen vielen Kleinigkeiten und das war zuvor halt gar nicht der Fall. Naja, nach nur einem Monat brach die Beziehung ab. Hat nicht geklappt, ist aber auch nichts Schlimmes passiert zwischen uns. Mara und ich beschlossen jedoch Freunde zu bleiben und wie viele von euch wissen, eine Freundschaft direkt nach dem Ende einer Liebesbeziehung nicht. Verstehe ich überhaupt nicht. Ich habe mit allen meinen Ex-Freundinnen sofort gekappt. Also nicht nur ich, sondern auch die Gegenseite. Da ist nichts. Immer die beste Idee. Natürlich war ich immer noch verliebt in sie und ich hatte immer noch Hoffnung, dass es vielleicht doch klappt, weil zuvor, also bevor wir zusammenkamen, war ja auch alles in Ordnung. Mit anderen Worten, ich könnte jetzt selbst nicht genau sagen, woran es gescheitert ist, aber das spielt auch keine Rolle für das, was noch kommt. Mit Unge hatte Mara auch ein wenig Kontakt. Aber kurz nach unserer Trennung wurde es auf einmal so richtig viel zwischen den beiden. Also sie hat ihn super oft besucht und ich hatte irgendwie ein komisches Bauchgefühl, keine Ahnung. Weil damals führte Mara einen Tumblr-Blog und den hat sie benutzt, um sozusagen ihre aktuelle Gefühlslage zu verdeutlichen. Zu dem Zeitpunkt repostete sie Bilder mit so Themen wie Schmetterlinge im Bauch oder frisch verliebt sein, irgendwelche Anime-Figuren, die sich küssen. Ich glaube, ihr versteht, worauf ich hinaus will. Es ploppten... Puh. Also ganz ehrlich, finde ich ein bisschen zu, ja, kann man machen, aber sowas lesen zu müssen, sag ich mal, diese Andeutungen im Internet so öffentlich und so, puh, jeder wie er will. Immer mehr Indizien auf,
dass Mara in Unge verliebt ist. Es hat mich einfach krass verletzt und ich habe mich da so richtig reingesteigert. Also ich bin immer auf ihr Tumblr gegangen und habe so geguckt, habe mich Tumblr basically selbst verletzt. Und klar könnte sie jetzt als Single theoretisch machen, was sie will, aber ich wollte einfach nicht, dass sie was mit einem Kollegen von mir anfängt. Und vor allem nicht so kurz. Wenn das so kommt, kannst du aber nichts dagegen sagen. So, was willst du da? Hä? Kurz nach unserer Trennung, da ich ja noch Gefühle für sie hatte. So. Ja gut, willst du nicht, aber wenn doch getrennt ist, dann ist es zwar doof gelaufen, aber kann man nichts dagegen sagen. Oder sehe ich das falsch, Leute? Sollte man doch nachvollziehen können, oder? Und ich dachte mir damals... Nachvollziehen ja, aber kann sie nichts dagegen machen. Also, selbst wenn euch das nicht juckt, dann sag mir doch wenigstens die Wahrheit. Läuft da was zwischen euch beiden? Erst habe ich Mara gefragt und sie antwortete nein. Simon ist so etwas wie mein bester Freund. Ich will nichts von ihm. Und ich habe ihr geglaubt. Kurze Zeit später gab es einen Tag, da habe ich mich mit Simon getroffen und zwei weiteren Freunden, um in Köln so ein bisschen zu longboarden und da nach Fuden zu gehen. Das war genau der Tag von diesem Foto hier, by the way. Und als wir dann später Sushi essen waren, ich habe das noch genau vor Augen, Simon sitzt rechts neben mir und ich so richtig vorsichtig. Simon, läuft da was zwischen dir und Mara? Und er defensiv, nein, ich mache mich doch nicht an deine Ex ran. Sie ist sowas wie meine beste Freundin. Keine Sorge, Bro. Aber ja, kann man sich ja schon die Moral von der Geschichte jetzt ausmalen, was da noch kommen wird. Das ist der Grund, warum. Vielleicht wollten sie ihn nicht verletzen. Aber ich bin Team. Ehrlich wert am längsten. Selbst wenn es weh tut, ehrlich bleiben. Aber ernsthaft? Es beruhigte mich erstmal. Aber durch Hörensagen und kryptischen Tweets und Maras Tumblr und... Kryptische Tweets, ne? Also da ist bei mir direkt vorbei. Vielen anderen Indizien dachte ich mir so, okay, irgendwie... Also entweder lügt mich einer an oder beide tun es. Und dann gestand mir Mara tatsächlich etwas. Sie sagte, du, ich habe tatsächlich Gefühle für Simon, aber er hat keine Interesse an mir. Keine Sorge, deswegen wird da nichts laufen. Aus dem Nichts. Ich war erstmal mega schockiert, weil das, was ich befürchtet habe, sich zumindest in Teilen bewahrheitet hat. Ich war also nicht paranoid. Aber diese Angst in der Brust, die ging irgendwie nicht wirklich weg, weil ich dachte... Das Hauptproblem ist, dass du mit der Person, in die du verliebt warst oder sogar zu dem Zeitpunkt noch gewesen bist, mit der weiter abhängst. Also da einen klaren Cut zu machen, hilft dann halt. Hängst du halt mit anderen Freunden ab oder machst du was anderes? Aber das macht es ja nur unnötig kompliziert. Da liegt, glaube ich, der Fehler an für sich. Da muss mehr hinterstecken. Dieser Grübelzwang wurde von Monat zu Monat immer krasser. Also ich habe mich irgendwie ohnmächtig gefühlt, so als könnte ich gar nichts machen, als wäre ich irgendwie in so einem Käfig gefangen. Ich wollte einfach die Wahrheit wissen, damit ich damit abschließen konnte. Aber gleichzeitig hatte ich Angst davor. Ja, die Indizien wurden immer mehr und gebrochen war ich auch immer mehr. Und irgendwann freundete ich mich mit der ex-besten Internetfreundin von Mara an. Ich glaube auch unterbewusst nur, um durch sie an die Wahrheit zu kommen. Checkt ihr? Finde ich im Nachhinein auch nicht so cool, mit dem Vorwand dann Antworten zu kommen. Aber was soll ich sagen? Ich war einfach verzweifelt. Naja, später wurden wir tatsächlich echte Freunde und ich bin ihr echt vieles dann. Das ist, weiß ich nicht, das hört sich alles komisch an. Ich habe mal eine Situation erzählt in Mario Kart, ne? Aber das war ein Hickhack und hin und her in dieser Form, während man zusammen war. Wenn das halt schon gesagt wird, okay, nope, Ende ist nix, ja, dann solltest du nicht weiter nachgraben, oder? Ja, man war jung, ne? Er war auch jung. Alle Beteiligten waren jung. Dankbar. Irgendwann schrieb mir Maras ex-beste Internetfreundin, hey Vic, ich habe dich jetzt relativ gut kennengelernt die letzten Wochen und du tust mir einfach nur leid. Und ich daraufhin, was meinst du damit? In dem Moment schickt sie mir einfach über 10 Screenshots und obwohl die noch laden mussten, erkannte ich schon, dass es WhatsApp-Chatlogs sind. Und ihr könnt euch vorstellen, wie krass mir mein Herz in die Hose gerutscht ist. Einfach nur, weil ich genau wusste, was jetzt auf mich zukommt. Ihr kennt das bestimmt. Ihr befürchtet etwas Schlimmes. Was ein Drama. Also wirklich, das ist so belastend. Und auf einmal kommt eine Person auf euch zu und ihr wisst schon, okay, die Person wird mir gleich meine Befürchtung bestätigen. Das ist so ein ekelhaftes Gefühl. Die Brust zieht sich zusammen, man wird panisch, der Atem stockt. Ihr kennt das bestimmt. Aber was genau waren jetzt diese Chatlogs? Das war ein privates Gespräch zwischen Mara und ihrer ex-besten Internetfreundin, wo sie schwarz auf weiß bestätigte, dass zwischen Mara und Simon tatsächlich etwas läuft. Also
dass sie sogar miteinander geschlafen haben und so. Und ich lese das so, in mir dreht sich ein Schalter um und ich habe Simon direkt angeschrieben, ich war übertrieben sauer, ich wollte einfach wissen, warum er mich anlügt. Und jetzt wird es krass, weil er entschuldigte sich nicht bei mir, sondern er schrieb, dass Mara sich das nur einbilden würde. Mara würde anderen ja nur erzählen, dass zwischen den beiden was läuft, weil die das unbedingt so will und sie hätte eine Wahrnehmungsstörung. Klar, im Nachhinein checkt man natürlich, dass es Gaslighting ist, aber in dem Moment wollte ich ihm glauben. Ich habe mich sogar dafür entschuldigt, dass ich ihn angegangen bin. Aber mein Unterbewusstsein... Ja, das verstehe ich schon, ne? Du weißt ja nicht, was richtig ist. Bewusstsein checkte irgendwie, dass das nicht stimmen kann und ich fiel immer mehr in ein Loch. Also dieses Gefühl, es wurde halt immer schlimmer. Inzwischen ging das echt lange mit der Ungewissheit und mein Selbstwertgefühl war einfach nur im Arsch. Also ich wurde richtig depressiv. Ich schlief bis 17 Uhr oder einfach gar nicht. Meine Wohnung sah extrem scheiße aus. Ich war am Ende. Erinnert ihr euch noch? Man muss ins Bett gehen, wenn du um 17 Uhr bis 17 Uhr schlafen kannst. 8 Uhr morgens. An das Video von 2015 mit dem Titel Was ist mit Aiblali los? Wo ich unter anderem das hier gesagt habe. Jedenfalls habe ich ganze 6 Monate damit verbracht, mich verrückt zu machen mit irgendwelchen Gedanken. Und ich habe auch einen Hass entwickelt, den ich zuvor noch nie im Leben gespürt habe. Also ich habe noch nie vorher leidenschaftlich gehasst. Und für jemanden, der eigentlich eine harmonische Person ist, ist es das schlimmste Gefühl überhaupt. Tja, jetzt kennt ihr den wahren Grund. Das ist das fehlende Puzzleteil. Ich weiß, es gab noch viele andere Hinweise oder Hilfeschreie von mir. Gebt euch zum Beispiel diese Tweets von mir aus dem Jahr 2015, die einfach nur Non-Menschen sind. Jetzt ergibt das alles viel mehr Sinn für euch und ich weiß, dass diese Tweets im Nachhinein ziemlich corny wirken, aber ja, ihr müsst halt verstehen, das war einfach Kompensation. Ich war halt depressiv und ich wollte irgendwie gehört werden, aber traute mich nicht öffentlich irgendwas zu sagen aus Angst vor einem großen Beef und ganz ehrlich, mental wäre ich da sowieso nicht auf der Wellenlänge gewesen. Ich sag jetzt was Komisches. Also es ist absolut nachvollziehbar, dass man da so ein bisschen oder sogar sehr kaputt ist, leidet. Aber gleichzeitig als YouTuber, als Vollzeit-YouTuber, sehr viel Zeit zu haben und auf einmal kreisen die Gedanken nur darum. Man freundet sich mit einer Internet-Ex-besten Freundin an und sowas und macht sich den ganzen Tag darüber Gedanken, versinkt den ganzen Tag in Liebeskummer. Ja, kein Wunder, dass man Depressionen kriegt. Ja, wenn man, ich sag's ganz blöd, ne, eine normale, geregelte Arbeit nachkäme, wenn du trotzdem jeden Morgen 7 Uhr auf dem Bau stehen musstest oder im Laden oder was auch immer, ne, dann ist man deutlich abgelenkter. Dann wird es gar nicht so extrem, habe ich das Gefühl. Das ist ein Problem. Das ist eine Herausforderung an Vollzeit-YouTuber. Wie ich oder er. Und vor allen Dingen, wie er damals, sage ich mal, als vergleichsweise jung. Er ist auch ein Stück jünger als ich, ein paar Jahre. Also ich komme damit klar, mit dieser Umstellung, ja. Ich weiß meine Zeit zu nutzen. Ich bin auch ausgelastet, ne? Ich habe schon um die Ohren Sachen. Aber wenn du dann diese neu gewonnene Freiheit hast und dann dreht sich's nur primär darum, hast du zu viel Zeit, um nachzudenken, habe ich das Gefühl. Das ist schon einfach, da wüsste ich aus keinen konkreten Ausweg. Und wir sind immer noch 2015. Wir wollen hier auf ein Thema hinaus, oder? Das Gute ist, dass ich aber nicht alleine war. Also in der Zeit gab es ein paar Menschen, die mir beigestanden sind und versucht haben, mich wieder aufzubauen. Zum Beispiel Jengis, mein Kumpel Vince und vor allem Julian Bam. Ju legte mir mal folgendes Zitat nahe, ich glaube, das war von Bullet for My Valentine oder so. Wirf mich den Wölfen zum Fraß vor und ich kehre als Rudelführer zurück. Damit wollte er einfach nur aussagen, wenn du das hier erstmal durchgestanden hast, dann kommst du stärker zurück als je zuvor. Deshalb habe ich hier so ein Wolf als Tattoo. Also das ist actually der Grund. Und ja, auch wenn sich das Ganze fast ein Jahr zog, ging es mir zum Glück irgendwann besser. 2016. Nun springen wir ins Jahr 2016 und durch den Support von Freunden und viel Ablenkung habe ich es irgendwie geschafft, aus dieser Ablenkung. Depressiven Phase herauszukommen. Irgendwann meldete sich Mara wieder bei mir. Und ich weiß noch, wir trafen uns bei mir im Mediapark. Wir saßen da am Wasser, genau hier. Und sie gestand mir endlich, dass zwischen ihr und Simon tatsächlich etwas lief. Und es würde ja aufrichtig leid. Das hilft aber trotzdem nicht, wenn du dich wieder und wieder und wieder mit der Ex, auseinandersetzt. Ob das jetzt positiv oder negativ wird, was da gesagt wird. Aber trotzdem, ihr versteht die Thematik davon. Dass sie mich angelogen hat. Zu dem Zeitpunkt, war ich schon mehr oder weniger darüber hinweg. Und
Ich fand es ja auch glaubwürdig, deswegen nahm ich ihre Entschuldigung an. Hätten an meiner Stelle vielleicht nicht alle gemacht, aber ganz ehrlich, ich wollte einfach nur Peace. Noch eine kurze Sache zu Mara. Also es ist jetzt nicht super schwer herauszufinden, um wen es sich bei Mara tatsächlich handelt. Aber bitte nervt sie nicht mit dem Thema. Ja, sie hat Fehler gemacht. Man muss aber bedenken, dass es vor 9 Jahren... Deswegen, auch wenn es bei den Backseat Boys in den Kommentaren steht, sage ich jetzt nicht, wer es ist. ...Jahren war. Und da war sie auch noch relativ jung und ich habe ihr ja verziehen. Heutzutage ist alles okay zwischen uns. Und soweit ich weiß, will sie mit dem Thema einfach in Ruhe gelassen werden. Und ja, ich respektiere das. Deswegen, bitte respektiert das auch. Ich ziehe sie auch nicht gern hier rein, aber ich musste 2015... vollständig erklären, weil es später noch wichtig wird. Sie hat sich bei mir dafür entschuldigt, aber wisst ihr, wer sich nie dafür entschuldigt hat? Hm. Ja, Simon Unge. Soweit ich weiß, bestreitet er das heute noch. Und ich denke mir nicht mal ein Sorry Bro, wie das damals gelaufen ist, war nicht cool von mir, war drin und ich, keine Ahnung, ich finde das einfach schade. Puh, 2018. Nun befinden wir uns im Jahr 2018. Ich habe mit Streamen angefangen. Mit Mara hatte ich kaum noch Kontakt, also wir schrieben nur so ein paar Mal im Jahr. Und Unge hatte seinen Milch-ist-Gift-Skandal, falls ihr euch erinnern könnt. Ich glaube, an meiner Stelle hätten wahrscheinlich viele gedacht, boah, mit so einem Menschen will ich nie wieder was zu tun haben. Aber irgendwie tat er mir ein bisschen leid, weil zu dem Zeitpunkt wurde ich selber vegan. Und ich fand nicht, dass er mit jedem Punkt Unrecht hat. Also ein paar Sachen fand ich ganz gut. Ihr müsst halt auch verstehen, dass ich im Kern kein nachtragender Mensch bin. Und ich hatte irgendwie das Bedürfnis, mich mit ihm wieder zu vertragen nach 3 Jahren. Also ich glaube, ja, da kickt er einfach wieder die Harmoniebedürftigkeit. Vielleicht dachte ich auch, dass mir das irgendwie Seelenfrieden beschert. Also es gab zuvor auch ein paar Annäherungsversuche und bei diesem Milch-ist-Gift-Skandal stellte ich mich öffentlich auf seine Seite und signalisierte ihm damit, hey, ich möchte nicht mehr wütend auf dich sein. Also auch wenn er bis dato sich nie bei mir entschuldigt hat. Das hatte ich inzwischen schon akzeptiert. Aber jetzt auch abgestritten. Ja, und darauf lud er mich zu sich nach Hamburg ein. Da war er schon mit Sabine zusammen und lebte in dieser Streaming-WG mit Mimi, falls ihr euch an die Zeit erinnert. Wir sprachen nicht über die Mara-Sache aus 2015, auch wenn ich es persönlich cool gefunden hätte. Ich habe mich nicht getraut, es anzusprechen, weil ich irgendwie Angst hatte, wie er reagieren könnte. Und er selbst hat es auch nicht angesprochen, aber wenigstens war sozusagen alles wieder gut zwischen uns. Zumindest bis 2019. Im Jahr 2019 gab es so eine WhatsApp-Gruppe unter engen Freunden. Da waren zum Beispiel so Leute wie Nick, Jengis und noch ein paar andere Leute. Und eines Tages hat sich Mara plötzlich öffentlich zu Simon geäußert und so etwas gesagt wie, man könnte sagen, ich liebe diesen Menschen, also Simon, aber versteht das nicht falsch. Freundschaftlich, nie romantisch. Und ich sehe das so und denke mir, ah yes. Weil meine Freunde und ich ja die Vergangenheit kannten, haben wir uns untereinander... Ich glaube, ich erinnere mich daran. War das nicht das, wo es dann auch hieß, der Unge hat mir immer gesagt, guck mal, wie viel Fleisch du wegwirfst und so, was für eine Verschwendung, überleg mal, was das ist. Ich meine... dann weiß ich es auch. Kurz darüber lustig gemacht. Also es war nicht mal als böser Angriff auf Simon gemeint. Zu dem Zeitpunkt haben wir alle aus der Gruppe mit ihm sympathisiert. Und einer in der Gruppe, der kannte die Story noch nicht so richtig. Und ich habe ihn so ein bisschen, ich habe ihn halt so ein bisschen aufgeklärt. Zwischenzeitlich wurde ich auch ein bisschen ernst in der Gruppe und schrieb so etwas wie, ich glaube aber, beziehungsweise hoffe, dass er daraus gelernt hat und dass ich auch keinen Hass mehr gegen Mara empfinden würde. Einfach nur, um deutlich zu machen, dass von meiner Seite kein Hate mehr ausgeht. Doch die eine Person in der Gruppe, die die Story zuvor noch nicht so richtig kannte, konnte das irgendwie nicht glauben. Also der hatte eine sehr hohe Meinung von Simon und dachte sich so, hä, das kann doch nicht sein. Und was tut er? Er geht zu Simon und snitcht. Warum auch immer hat er Simon über unser privates Gespräch berichtet und Simon ist daraufhin komplett eskaliert. Also der wollte auch in der Kurzzeit mit uns allen nichts mehr zu tun haben. Man kann sich darum streiten, ob dieses Rumjoken wirklich nötig war. Aber ihr müsst halt bedenken, erstens, es war unter engen Freunden und nicht öffentlich. Und zweitens haben wir es ja nicht mal böse gemeint. Die Snitch hat sich dann irgendwann bei mir dafür entschuldigt. Und ich habe ihm verziehen. Ich habe damals jedem verziehen. Im Nachhinein glaube ich einfach, dass Simon super unangenehm war, weil er bis... Jetzt wird das wahrscheinlich sagen, was ich sagen wollte. Und zwar für Unge war jetzt immer noch der Stand, der bestreitet es und Ende. Er wusste ja nicht, dass sie, Vic, das erzählt hat. Und wer die Snitch ist, habe ich auch keine Ahnung. Statu immer noch versucht hat, die Story geheim zu halten und sich auch immer noch nicht entschuldigt hat. Trotz alledem entschied ich, mich wieder bei Simon zu entschuldigen. Einfach nur, weil ich keinen Bock auf einen neuen Konflikt mit ihm hatte. Also vor allem nach dem, was alles zuvor passiert ist. Während ich das hier erzähle, merke ich einfach, wie fucking unterwürfig ich damals war und wie ich immer meine eigenen Bedürfnisse zurückgesteckt habe.
Ich glaube, das ist heute auf jeden Fall besser. 2020. Wisst ihr noch, als gefühlt alle YouTuber auf Madeira waren, um da Urlaub zu machen, wo auch dieser Beef zwischen Tanzverbot und Abdel war? Wir hatten unsere Airbnb oben in den Bergen und Simon beschloss von selbst, uns regelmäßig zu besuchen, um ja, einfach mit uns zu chillen. Und eines Abends habe ich mich neben ihn aufs Sofa gesetzt und habe zu ihm gesagt, ey, ich wollte nur noch mal sorry sagen für die Sache mit der WhatsApp-Freundesgruppe vor einem Jahr. Und er darauf, ey, ist cool, ich dachte einfach nur, du wärst über diese Mara-Sache hinweg. Und ich bin ich auch. Alles entspannt. Er sagte sogar noch, wie cool er das von mir findet, dass ich damit auf ihn zugekommen bin. Und ja, wir zocken den ganzen Abend Smash zusammen. Hier habt ihr nochmal eine Instagram-Story davon und merkt euch dieses Gespräch, weil das wird noch wichtig. Ihr checkt, ich bin jemand, der viel nachgibt und einsteckt, solange ich dafür Frieden und Harmonie erreichen kann. Und dieses, die eigene Bedürfnisse zurückstecken, das war schon immer ein Problem bei mir. Das ist, by the way, auch ein big Thema in meiner aktuellen Therapie. Aber ja, mein Verhältnis zu Simon zu dem Zeitpunkt war echt positiv. Wir drehten sogar zusammen ein Video für meinen Channel. Wir gingen mit den anderen Eis essen. Alles wirkte positiv. 2021. Okay, jetzt kommt das Jahr, worum es in diesem Video eigentlich gehen soll. Also hauptsächlich. Und ihr werdet gleich checken, warum es so... Es geht ja ursprünglich um die Frage, warum wurde er von Madeira verscheucht? Okay. Jetzt haben wir eine Vorgeschichte gehabt und Differenzen. Aber jetzt sind wir wieder bei dem Stand, ist es alles in Ordnung, wie am Anfang auch. Also wie ein Reset. Ich weiß ja nicht, was noch kommt, abwarten, aber nach jetzigem Stand würde ich fast sagen, um die eigentliche Frage zu beantworten, hätte man vielleicht ja von hier starten können, Fragezeichen? So wichtig war, alle Jahre davor mitzunehmen. Ich wollte wie viele andere auch nach Madeira ziehen und kurz vor meinem Umzug war mein Verhältnis zu Simon eigentlich immer noch ganz gut. Es gab zum Beispiel dieses Humble Rumble Smash Turnier, wo wir auch mehrmals gegeneinander antraten und dann im Anschluss bei Team Discord über diese Matches redeten. Und deshalb dachte ich, dass es fein wäre, wenn ich Simon privat anschreibe und ihn frage, also eine Frage stelle bezüglich meines Umzugs. Weil ich hörte von so einer deutschen Ansprechpartnerin auf Madeira, die deutschen Zugezogenen hilft, dort die Bürokratie abzuwickeln mit Steuerberater und so weiter und so fort, was halt mega hilfreich ist, wenn man ins Ausland zieht. Und ich habe dann Simon so richtig nett angeschrieben, hey Simon, was geht? Ich habe von dieser Ansprechpartnerin gehört, hast du zufällig ihre Nummer? Und ich habe jede Antwort erwartet, außer die, die jetzt kommt. Er sagte mir nein, er wird mir keine Nummer geben und er möchte auch nichts mit mir zu tun haben, aber er könne mich ja nicht aufhalten, wenn ich auf die Insel ziehe. Holy shit, was geht denn jetzt ab? Ich war völlig schockiert und ich wusste erstmal gar nicht, was ich antworten soll, weil der letzte Stand war ja, dass zwischen uns alles in Ordnung ist. Natürlich fragte ich erstmal nach dem Grund für seine Reaktion und es hatte anscheinend immer noch mit dieser alten WhatsApp-Freundesgruppe zu tun von 2019 und ich so, hä? Da fehlt ja ein Puzzlestück in der Geschichte, oder? Da muss es doch einen Grund geben, warum das jetzt wieder umgeschlagen ist, warum Unge wieder sauer wurde. Da fehlt Kontext. Aber wir haben uns doch letztes Jahr vertragen. Und er, nein, für mich war das nicht so. Achso. Ich hab dir nicht verziehen. Und... Verziehen? Warum muss er jetzt nochmal verzeihen? Für die WhatsApp-Gruppe. Dann verstehe ich nicht genau, was das so schlimm war. Basically war er einfach nur nett zu mir, weil da noch andere Leute waren. Bro, ich verstand die Welt nicht mehr. Das hat mich komplett aus dem Leben gerissen. Aber ich wollte mir meinen Umzug durch sowas nicht kaputt machen und habe mich dann einfach alleine um alles gekümmert. Dann fliege ich nach Madeira für Wohnungsbesichtigung. Das war ein wichtiger Termin für mich und plötzlich sehe ich, Simon macht öffentlich Tweets gegen mich. Er schrieb so etwas wie, wie kann man in der Pandemie einfach nach Madeira fliegen, was ist das für ein Zeichen, so unmoralisch, bla bla. Und ich bin wieder schockiert, weil ich mir echt nicht vorstellen konnte, dass es wegen Corona ist. Also mir persönlich kam das eher vor wie ein Vorwand, um mich davon abzuhalten, auf seine Insel zu ziehen. Hat er mir ja schon zuvor privat deutlich gemacht. Also, dass er das nicht möchte. Der Gedanke hat sich dann auch direkt bestätigt, weil nur ein paar Tage später flog Fritz Meinecke nach Madeira. Zuvor hat Simon gesagt, es wäre kein gutes Zeichen, in der Pandemie einfach rüber zu fliegen, während alle anderen zu Hause bleiben. Ja, jetzt ist Fritz Meinecke auf Madeira und wie reagiert Simon? Er hängt mit ihm, er dreht Videos mit ihm. Kein Wort von, boah, in der Pandemie geht das gar nicht. Diese Doppelmoral merkt nicht wenige. Es schrieben sogar Leute, okay. Ja. Wir haben Differenzen zwischen zwei Personen und deswegen sollten die sich eher meiden. Oder?
okay, warum findet er das bei Vic so problematisch und bei Fritz Meinecke soll das cool sein? Und Simon sah sich genötigt, ein Statement zu machen, wo er so etwas gesagt hat wie, ja, mich stört ja gar nicht, dass Vic nach Madeira geflogen ist, sondern wie er es gemacht hat, mit dem Foto da. Aha. Das klang vorher aber noch anders. Simon wusste, dass mir der Termin wichtig ist. Also der wusste generell... Es hat den Unge einfach nur gestört, dass der Vic nach Madeira wollte. So, Punkt aus. Über alles Bescheid, was ich da mache. Es hat mich einfach so wütend gemacht, weil er diese Moralkeule ausgepackt hat, um mich klein zu halten. Und ich habe mich nur gefragt, musste dieser Tweet jetzt wirklich sein gegen mich? So, wenn du keinen Bock auf mich hast, dann geh mir doch einfach aus dem Weg. So schwer kann das doch nicht sein. Bro, auf der Insel leben 250.000 Menschen. Als ob man da nicht koexistieren kann. Ja, dann kam es zu einem kleinen öffentlichen Beef mit Simon und ich drehte ein Video und wieder war die Angst vor einem Riesenkonflikt zu groß. Wieder habe ich mich für irgendeinen belanglosen Mist gerechtfertigt und ja, ich habe mich nicht getraut zu sagen, was wirklich Sache ist. Nur mal in so einem Stream, aber eher kryptisch und ohne so richtig darauf einzugehen. Also quasi so eine Light-Version von diesem Video hier. Aber aus Verunsicherung löschte ich die VOD und kurze Zeit später hieß es von Simon, dass er diesen Stream gesehen und aufgezeichnet hat. Wo ich mir so dachte, okay, und nun? Simon gehörte nicht zu den Gründen, warum ich nach Madeira ziehen wollte. Also ich sag das nur, weil damals gab es immer Leute, die geschrieben haben, okay, wenn du dich mit Unge nicht verstehst, warum ziehst du dann auf seine Insel? Und ich dachte mir jedes Mal, Bro, ich glaube, ihr nehmt den Titel Inselkönig ein bisschen zu ernst. Das ist nicht Simons Insel, das ist eine portugiesische Insel, auf der 99% Portugiesen leben und Simon ist einfach nur ein deutscher Zugezogener, wie wir alle. Egal, wie bekannt man ist, wie reich man ist und wie viele Immobilien man dort hat. Nachdem ich dann die Bestätigung für eine Mietwohnung auf Madeira bekam, schickte mir ein Influencer-Kollege aus Madeira eine sehr seltsame Sprachnachricht, wo er so etwas sagte wie, bist du dir sicher, dass es eine gute Idee ist, nach Madeira zu ziehen? Also glaubst du, dass du auf dieser Insel wirklich glücklich sein wirst? Ich bekam dann ein sehr mulmiges Gefühl, aber auf Nachfrage habe ich keine richtige Antwort bekommen. Und als ich dann final nach Madeira zog, merkte ich, okay, irgendwas stimmt hier nicht. YouTuber und Streamer auf Madeira, mit denen ich zuvor gut war, antworten mir auf einmal nicht mehr und einer hatte mich sogar blockiert, obwohl ich ihm nie was getan habe. Dann erzählte mir jemand im Vertrauen, dass Simon zuvor versucht hat, alle Influencer dort dazu zu bringen, dass sie sich von mir fernhalten. Und ihr dürft das nicht verwechseln, Simon hat nicht einfach nur ein bisschen doof über mich geredet, weil er mich nicht mochte, sondern es ging schon sehr in Richtung Hetzkampagne, in der alle möglichen Leute involviert wurden. Wie zum Beispiel Nier, der zu dem Zeitpunkt noch mit Simon zu tun hatte. Ich weiß nicht, es war halt super weird, verstehst du? Das war doch ganz am Anfang irgendwie, dass er dann halt auch gesagt hat, du kommst rüber und bla bla bla, aber egal, ich werde allen, also der wird hier auch keine Wohnung bekommen, ich habe allen schon Bescheid gesagt oder ich sage allen Bescheid oder sowas, dass die dir nichts vermitteln, irgendwie sowas in die Richtung. Da sind ja auch so deutsche Vermittler teilweise, ne? Oder halt allgemein bei diesem Madeira Legacy und die haben ja mehrere Leute da. Und da weiß ja vielleicht auch nicht jeder Bescheid so. Ich fand das irgendwie so erschreckend, weil vorher war halt dieser Vibe, dass alle zusammen auch mit dir online gezockt haben. Ich meine, auch Simon mit dir gezockt hat online bei Humble Rumble und sowas. Als das dann kam, dann habe ich halt so gedacht, hä? Also es hat für mich keinen Sinn gemacht und irgendwie war das dann so, es war ein sehr, sehr bedrückendes Gefühl, die ganze Zeit so zwischen so Fronten zu stehen, sage ich mal, die einem da so reindrängt. Wenn man auf mich einredet, dann fühle ich mich sehr eingeengt und so. War einfach ein sehr unangenehmes Gefühl. Und ich dachte mir so, boah, ich will einfach gerade gar nicht mehr online oder sonst irgendwo existieren, weil diese komplette Situation einfach total dumm und übelster Kindergarten ist und total unfair dir gegenüber halt. Ob Simon sich jetzt wirklich bei meinem Vermieter gemeldet hat oder nicht, das konnte ich leider nicht herausfinden. Aber mein Ansprechpartner bei Madeira Legacy, der kannte Simon tatsächlich und hat mich im Auto sogar auf ihn angesprochen, hat gefragt, ob ich ihn kennen würde. Und das hat mich total überrascht. Ich dachte mir, okay, was geht jetzt ab? Ergo, Simon hätte zumindest die Möglichkeit gehabt. Und wenn das stimmt, dann wäre das komplett insane. Und die Ex-Freundin von Toni Pirosa, die zu dem Zeitpunkt auch auf Madeira... Die Möglichkeit gehabt zu was? Dem Vermieter zu sagen oder der Agentur zu sagen, so... Kickt ihm aus der Wohnung oder gibt ihm die Wohnung nicht? Sowas in der Art oder was? Gewohnt hat, konnte mir das später auch bestätigen. Ich glaube, ihr versteht langsam, was ich damals meinte mit Madeira fühlt sich wie eine Sekte an. Rachel hat da damals auch geschrieben, und zwar, dass mich alle auf der Insel hassen würden, weil ich so ein dreckiger Bastard bin. Aber warum ich jetzt so ein dreckiger Bastard sein geschrieben? Soll, weil ich so ein... Simon, soll ich Ihnen folgen? Hasst ihn wirklich jeder, weil er ein richtig dreckiger ist? Uiuiui. Ein
dreckiger Bastard bin. Aber warum ich jetzt so ein dreckiger Bastard sein soll? Wisst ihr, so einfach so Begrifflichkeiten runter hinreißen lassen, würde ich nie. Alleine aus der Angst, dass irgendjemand später mal leaken könnte. Aber es ist einfach nicht mein Wortgebrauch. Oder mich über welche aufzuregen. Gerne inhaltlich, aber so Beleidigungen auszukotzen, ne? Don't know. Aber ich verstehe das Problem gerade nicht von Unge. Die haben das Problem mit dem Mädel gehabt. Das war halt eine Vorgeschichte, okay. Aber das war ja nicht Wicks Schuld, oder? Dass er sich in der Gruppe lustig gemacht hat. Aber was genau verstehe ich da nicht? Was hat Unge so entzürnt in dieser Gruppe? Konnte Simon nicht konkretisieren. Und könnt ihr euch noch an meinen Beat mit ABK erinnern? Da hat ABK das hier gesagt. Kommt noch aus der Ecke, dieser Eiblasi-Suppe geschissen. Du sei mal ganz leise, Junge. Was Unge mir für Storys über dich erzählt hast und deine Ex-Freundin gemacht hast. Was, Bruder? Übrigens, nichts gegen ABK, ich habe da gar keinen Beat mehr mit dem. Es ist absolut krank, was Simon alles versucht hat, um mich da irgendwie zu diffamieren. Kein ABK-Fan. Aber, jetzt hat er was gemacht mit seiner Ex-Freundin. Also Vorwurf von Unge an Vic, dass Vic mit seiner Ex-Freundin was gemacht hat. Aber was? Da fehlt auch ein Puzzleteil, da fehlt die Erklärung. Was ist das Negative? Ist diese, in Anführungsstrichen, Mara damit gemeint oder jemand anderes? Aber ich frage mich, warum? War ich so eine Bedrohung für ihn, für sein Leben dort? Anton, aka Raised, das ist die Person, mit der Simon 2015 am häufigsten zusammen war, hat zu dem Zeitpunkt auch auf Madeira gewohnt und er war der Erste, der auf mich zukam, um sich meine Sicht der Dinge anzuhören. Er fand meine Seite glaubwürdig und traf sich weiter mit mir, was ich ihm bis heute mega hoch anrechne. Da hat Simon angefangen, so ein bisschen zurückzurudern und manchen Leuten gesagt, ja, wenn du dich mit ihm treffen willst, dann mach das, ich halte dich nicht auf, aber den trotzdem signalisiert, dass er das nicht cool fände. Er hat auf jeden Fall gesagt, das ist ja in Ordnung, oder? Es ist ja legit, ne? Oder? Ja, du kannst ja auf jeden Fall was mit dem machen, so. Ja, ich will das ja nicht verbieten, aber gleichzeitig einem dann die ganze Zeit das so schlecht reden, das wirkt so wie, ja, natürlich, geh mit deinen Freunden heute Abend und guck ich halt den Film alleine zu Hause. Dass man weiß, okay, später ist die Person sauer. Ihr könnt euch... Hey, was soll er denn sonst sagen? Wirklich nicht vorstellen, wie schlimm diese Madeira-Zeit für mich war. Ich meine, stellt euch mal vor, ihr zieht auf eine fremde Insel, in ein fremdes Land und dann habt ihr das Gefühl, ihr befindet euch auf so einem... Wisst ihr, was ich meine? Wenn er sagt, er findet es nicht gut, er hat es ja gut ausgesprochen. Statt hinterher dann zu sagen oder hinterher beleidigt zu sein, lieber im Vorfeld zu kommunizieren, ja, kann's machen, aber finde ich nicht gut. So ist es besser formuliert eigentlich. Feindlichen Territorium, wo ich gefühlt alle hassen. Ich hatte irgendwie Angst, rauszugehen und irgendwelchen Streamern über den Weg zu laufen. Manchmal ist das sogar passiert. Und das war so, dass sie so ganz gehemmt "Hi" gesagt haben und dann schnell weitergegangen. Also es war mega unangenehm. Ich glaube, das war für die auch mega unangenehm, aber niemand wollte es sich mit Unge verscherzen. Boah, ich weiß noch, einmal habe ich über Tinder eine deutsche Frau dort kennengelernt. Und das hat sich herausgestellt, dass sie ein paar Madeira-Influencer kannte. Wir treffen uns so und plötzlich droppt sie. Ja, ich habe jetzt schon mehrmals gehört, dass man sich von dir fernhalten sollte, aber du bist ja eigentlich ganz nett. Es gab ja schon davor so viele Mikrosituationen, aber das hat mir irgendwie, also da habe ich wieder so richtig Panikgefühle bekommen. Ich wurde richtig paranoid. Ich glaube, das ist auch diese kognitive Dissonanz, die Reef mal angesprochen hat, weil ich kann mich an die ersten 3 Monate auf Madeira kaum erinnern. Ich war einfach nur im Überlebensmodus. Meine Therapeutin hat mal dazu gesagt, wir haben eine Grundangst in uns. Also damals in der Steinzeit, wenn du ausgeschlossen wurdest, dann bedeutete das quasi den Tod für dich, weil alleine bist du gegen den Säbelzahntiger nicht, also du hattest keine Chance, du warst tot. Und diese Angst, die schlummert immer noch in uns allen, da hat die einfach komplett gekickt. Das war so eine psychische Tortur und ich habe dann irgendwie, ja, ich habe einfach nur funktioniert. Aber ich habe mir auch versucht, öffentlich nichts anmerken zu lassen, was nicht immer funktioniert hat. Also es gibt super viele Streams von damals, wo ich die ganze Zeit so wütend bin und ja, lag einfach an der Gesamtsituation. Und dann noch dieses Video, wo ich leakte, was mir auf Madeira ungefähr widerfahren ist, aber natürlich ohne Namen zu nennen. Da habe ich auch noch so ein paar andere Beispiele genannt, warum ich zurück nach Deutschland ziehen will. Zum Beispiel, ich vermisse Bubble Tea oder auf Madeira gibt es kaum Leute, die Alternative sind. Also ganz ehrlich, das war einfach nur, ich habe einfach irgendwas zusammengesponnen, weil ich wollte das Video so darstellen, als wäre das kein reines Leak-Video, sondern als wäre der Leak einfach nur so ein Nebenpunkt. Ganz sneaky, damit ich mich zwar einigermaßen aussprechen kann, aber damit es auch nicht zu groß wird. Das sollte einfach keine großen Runden machen. Und ja, auch hier war die Angst vor einem Riesenkonflikt sehr, sehr groß. Ihr merkt schon, ich bin ziemlich konflikt. Ich habe ja gesagt, ehrlich wird am längsten, aber das Wichtigste ist, ehrlich zu sich selbst zu sein. Was soll denn das?
scheu und das empfinde ich auch nicht wirklich als gut, weil manchmal muss man halt zu seinen Bedürfnissen stehen und ja, das tue ich jetzt, I guess. Ich sag's wie es ist, es gab Momente, wo ich einfach nicht mehr wollte und zum Glück, wirklich zum Glück, hatte ich einen coolen Mitbewohner und zwar Vincent, der alles quasi mitbekommen hat und mir immer beigestanden ist. Und was auch zu dem Zeitpunkt ganz cool war, nach und nach kamen Madeira-Influencer auf mich zu und haben sich dann bei mir entschuldigt. Es hat sich dann so ein bisschen angefühlt, als würden nach dem Video damals Leute so schleichend die Seite wechseln. Aber ich glaube nicht nur wegen mir, sondern weil da manche auch an sich ein Problem mit Simon hatten. Also zumindest wurde mir das so mitgeteilt. Das sind aber so Sachen, das liegt an ihnen, darüber zu reden, wenn sie möchten. Eine Zeit lang dachte ich, dass Toni Pirosa Mitverursacher ist, aber irgendwann quatschten wir über WhatsApp und der meinte mal in der Sprachnachricht zu mir, das ging damals alles nicht von mir aus, das ging hauptsächlich von der Person aus, dessen Name ich nicht nennen will. Und ich meinte so, Bro, dessen Name ich nicht nennen will, sag doch einfach Unge. Ihr könnt euch vorstellen, ich wollte so schnell wie nur möglich die Insel verlassen und zurück nach Deutschland, wo Freunde auf mich warten, Familie auf mich wartet, Leute, die einfach hinter mir stehen. Ich wollte einfach weg. Scheiß auf Madeira. Und überleg mal, das alles ist nur passiert, weil ich mich 2019 mit Freunden über die 2015 Mara-Sache unterhalten habe und wir eine Minute gewitzelt haben bezüglich einer Sache, wo Unge Fehler gemacht hat. Das ist absolut insane. 2015 und 2021 waren meine schwersten Jahre und mit beiden hatte einfach Simon zu tun. Ja, erst psychisch, dann hat er meinem öffentlichen Ansehen geschadet und ja, meinen Ruf innerhalb der Influencer-Szene wollte er gefühlt vernichten. Was glaubt ihr, warum ich dann kaum noch was mit großen YouTubern und Streamern gemacht habe? Ich hatte einfach Schiss. Ich wusste nicht, wer ist jetzt alles beeinflusst? Wer kann mich noch leiden? Wer findet mich insgeheim scheiße? Guck mal, alles, was ich wollte, war ein friedliches Leben auf Madeira so. Ich wollte einfach in Frieden meine Videos produzieren. Ich wollte meine Community unterhalten. Das war's. Krank. Einfach nur krank. 2022 bis heute. Nach Madeira habe ich dann wirklich alles getan, um irgendwie zu heilen. Ich habe mich mit Freunden getroffen. Ich habe mich abgelenkt. Ich habe mit Leuten geredet. Da fragt man sich, wie wäre es gelaufen, wenn er auf Madeira geblieben wäre. Wie gesagt, er hätte ja Unge weiter meiden können. Er war insgeheim unzufrieden. Ne? Also der Hauptgrund ist ja jetzt, er hat seine Leute, Familie vermisst, die hinter ihm stehen und so weiter. Und auf Madeira haben immer mehr Leute zu ihm gehalten. Also hätte vielleicht genauso gut sagen können, ich bleibe halt da, weil es hätte sich ja nichts geändert. Normalerweise triffst du Unge nicht oder wenn, dann redest du auch nicht mit ihm, aber in Deutschland genauso wenig. Also verstehe den Punkt. Wisst ihr, was ich meine? Ich habe Therapie gemacht, Tiefenpsychologie und Verhaltenstherapie und ich habe mich auch einigermaßen in der Szene rehabilitieren können. Also ich habe mich wieder getraut, mehr auf andere Influencer zuzugehen und Projekte zu starten. Es ging mir besser. Ich hasse einfach Ungerechtigkeit und mir ist meiner Meinung nach sehr viel Unrecht passiert. I don't know. Ich hatte früher zwar auch mal Beef mit ABK, aber in einem Punkt musste ich ihm wirklich zustimmen. Und zwar darin, dass diese Influencer-Szene richtig, 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 richtig dreckig sein kann. Falls ich damit bei manchen Leuten das Vertrauen zu Influencern nun komplett gekillt habe, tut's mir leid. Aber ist halt, wie es ist. Und selbst bei mir, also als ich für dieses Video recherchiert habe, die ganzen Videos, die ich jetzt in dem Video eingeblendet habe, dachte ich jedes Mal, boah, irgendwie in der Öffentlichkeit wirkt er wie so ein Netti und er redet so vernünftig. Aber das ist nun mal nur die öffentliche Person. Also ihr müsst euch immer vor Augen halten, Influencer zeigen sich nur. Ich finde, man merkt, ne, also die beiden waren zu mir immer korrekt, dass das ne Hauch von Kontakt, ich hab Vic mal geradet oder so, aber man merkt trotzdem anhand der Videos und ach, allein, dass sowohl Vic als auch Unge, sag ich mal, solche Phasen haben, wo keine Videos kommen, wo die dann sagen, sie haben psychische Probleme und keine Ahnung, also man merkt schon, dass sowohl mit Vic als auch mit Unge nicht alles 100% perfekt ist. Also, dass sie einfach Probleme haben, was normal ist. Und wie gesagt, da sehe ich auch bei beiden das Ding, dass du, ich sag mal, zu viel Zeit zum Nachdenken hast teilweise. Das musst du erstmal können. Nur von der besten Seite. By the way, ich würde euch bitten, sachlich zu bleiben und niemanden zu beleidigen, weil... Ich hab's saftig verstanden. Vertraut mir, das bringt gar nichts. Ich sehe das Video hier nicht mal als Zerstörungsvideo, sondern einfach nur als Möglichkeit, mich endlich auszusprechen. Und ich hoffe wirklich, dass Simon einsieht, Fehler gemacht zu haben. Jetzt kommen wir zu dem Bonuspunkt Rachel. Aber der Titel, warum Unge mir psychisch schaden wollte. Warum wollte er das? Er wollte nicht, dass er nach Madeira zieht. Und sonst? Ich wundere, dass ich zu Hause bin. Der Akku ging vorhin leer. Am Anfang des Videos habe ich euch das Video von Rachel kurz eingeblendet. Ich werde euch das mal unten verlinken.
Aber kleine Inhaltswarnung, es geht um psychisches, aber auch physisches. Natürlich war ich bei vielen Sachen nicht dabei, aber ich persönlich glaube ihr. Zumal ich auch schon vieles zuvor mitbekommen habe, weil in der Influencer-Szene redet man nun mal. Letzte Woche kam Rachel auf mich zu, um zu erfahren, ob ich wirklich so ein dreckiger Bastard bin, wie Simon halt damals behauptet hat. Dann erzählte sie mir ihre Erfahrung im Detail und das Gruselige ist, nur ein paar Stunden später schrieb Simon sie privat an und meinte so etwas wie: Ich weiß, dass du vorhast, ein Video gegen mich zu machen. Hat irgendjemand von den anderen gesnitcht? Keiner weiß. Und ungefähr zur gleichen Zeit postete Simon diesen wirren Wall of Text gegen sie auf Twitter. Irgendwie kam das für mich so rüber, als würde es einfach nur darum gehen, schneller als sie zu sein und ihre Glaubwürdigkeit schon mal zu schwächen, bevor sie irgendetwas drehen kann. Zu dieser Kiki oder dieser Rita kann ich persönlich... Da nick ich, ne? Da nick ich. Das war irgendwie, kam so aus dem Nichts, dass diese Unge-Tweets kommen. Oder bezogen auf diesen komischen Twitter-Kommentar Unge und seine Nazi-Freunde. Dieser Post auf Twitter wurde so als Vorwand genutzt, quasi, um dann diese Romanserie zu schreiben, wo es um ganz andere Sachen geht. wie die Ex-Freundinnen. Warum ist das? Achso, ja, wegen Andy the Duck, dass sich Leute mehr trauen. Da wurde auch gesagt, oh, warte mal ab, der Unge, was der für Dreck am Stecken hat. Und dann haben sich Rachel und Co. zusammengetan, oder vor allen Dingen ging es von Rachel aus offensichtlich, ein Video zu machen. Und als das bekannt wurde, hat Unge davon erfahren und wollte schon mal Wind aus den Segeln nehmen. Klappt aber nicht gut, finde ich. Klappt aber nicht gut. Da machst du lieber den Leo Marcher und sagst gar nichts dazu. Oder machst den ApoRed, ne, der sich die ganze Zeit für alles, jeden Scheiß rechtfertigt. Ich habe von Unge jetzt viel gelesen auf Twitter. Er ist sehr aktiv und beantwortet Sachen und das auch sehr, ich sag mal, angriffslustig. Oder er versucht zu kontern, alles zu kontern. Dem würde es richtig mitnehmen, diese Situation, diese ganze Antikampagne gegen ihn. Ja. Oder du machst den Schaden von Apple War und duckst dich komplett weg, ne? Finde ich gar nichts. Das erstickt es am schnellsten in den Keim. Aber scheinbar will Unge irgendwie sich noch ein bisschen bewahren. Was aber nur bedingt klappt. Oh je. Wird von Unge eine Reaktion kommen? Und wenn ja, wie wird er das kontern? Das Ding ist, wenn du im Unrecht bist, wird es sehr schwer, die Wahrheit zu verdrehen. Und das würde ich Unge nicht empfehlen. Jetzt so. Und so sieht es momentan aber aus, dass er zu jedem sagt, nein, das war aber so. Nein, aber. Nein, aber. Sagen, aber ich kannte Rachels Erfahrung und die klang völlig anders. Jedenfalls war ich mega schockiert, als Unge dann diesen Tweet machte und ich dachte mir einfach nur, ach du Kacke, ey. Weil, also in mir kam einiges hoch, weil diese perfide Seite kenne ich ja auch. Aber ich finde, wenn man darauf achtet, merkt man, dass der Inhalt des Tweets irgendwie ein bisschen komisch ist. Warum schreibt er, es gab nie eine körperliche Auseinandersetzung? Es gab nie körperliche Gewalt, also dieses körperlich. Zu dem Zeitpunkt stand der Vorwurf doch nicht mal im Raum. Erinnert euch, das ist vor Rachels Video. Ich finde, das ist so, als würde man sagen, hey, wollen wir in diesem Wald chillen? Und der andere sagt, klar, und ich habe hier auch garantiert keine Leiche vergraben. Ah yes. Und warum entschuldigt sich Simon so krass dafür, Rachels Katze rausgescheucht zu haben? Ich meine, nur rausscheuchen. Das ist doch nicht so tragisch, oder? Das klang wirklich so nach dem Motto, weil sie die streiten sich und dann macht er, ach Mann, du Katze. Psch, psch. Da reagieren Katzen nicht mehr drauf. Also es wird schon was im Busch sein, dass er von mir aus im Streit, aus Wut, sag ich mal, was auf die Katze geschmissen hat. Das erscheint das realistische Szenario. Alleine, dass er sich daran erinnert und schon weiß, da wird was in die Richtung kommen. Dass er schon weiß, der Unge, oh shit, Mann. Wenn ihr das öffentlich sagt, rausgescheucht. Ne? Aber er bereut das. Wir haben hier ein wunderschönes Thumbnail von KuchenTV, seht ihr das? Jo. Oder? Durch Rachels Video wissen wir nun, dass da wesentlich mehr passiert ist. Und in dem Kontext ergibt es ja auf einmal mehr Sinn. Und warum hat eine so bekannte, so beliebte und so mächtige Person wie Simon es nötig, einen Riesentext zu verfassen gegen drei eher unbekannte Girls, ganz unabhängig, was da passiert ist. Und bevor da überhaupt irgendetwas rauskam,
Ist doch eigentlich unüblich. Dieser Move war einfach nur eine typische Panikreaktion, nachdem er rausfand, dass Rachel irgendetwas vorhat. Es ist so offensichtlich, auch dass er die Annie-Thematik benutzt, um sich da irgendwie als Opfer darzustellen und sich irgendwie bei Reeve und Maoki einzureihen. Digga, das hat mich so sauer gemacht. Vor allem, wie er sich nach Rachels Video auf Twitter einfach nur lustig gemacht hat über die krassen Vorwürfe, wie er mit ihrer Katze umgegangen ist und in einem sogar indirekt auf dem Nacken meines toten Katers. Also er kannte Kabi, er hat ihn kennengelernt. Simon tut wirklich alles, um seinen Ruf zu schützen und grundsätzlich kann ich das ja auch verstehen, aber tut wirklich Nacken meines toten... Yeah, also das war ein altes Thumbnail... Das ist natürlich jetzt, ne, klar war das Spaß und so, aber das ist natürlich, es kommt alles zurück, das meine ich mit, das Internet vergisst nicht. ...toten Katers, also er kannte Kabi, er hat ihn kennengelernt. Simon tut wirklich alles, unglücklich, nenne ich das. Und grundsätzlich kann ich das ja auch verstehen, aber wie weit sollte man gehen? Rachel hat mir von Unges geheimen Zweitaccount auf Twitter erzählt, Lurk Girlie, wo er sich als eine andere Person ausgibt, dessen einziger Inhalt es ist, Unge zu verteidigen. Das habe ich auf Twitter gelesen irgendwie. Teidigen. Und ich finde, mit dem Profilbild, der Rechtschreibung und den Takes wirkt das auch sehr obvious. Irgendjemand auf Twitter schreibt, Unge war hier und da ein bisschen problematisch und dann kommt Unge als... Okay. Es... Witz ist eine gute Idee eigentlich. Ich habe sowas nicht, weil ich brauche sowas anscheinend nicht. Ich muss mich nicht verteidigen. Der letzte Bemerkung hat schon wieder in Donkey Kong gefailt. Lurk Girlie und sagt, nein, Unge hat alles richtig gemacht. Es ist so insane. Da fragt man sich, wie weit würde dieser Mensch noch gehen, um seine weiße Weste zu verteidigen? Was macht er zum Beispiel nach diesem Video hier? Dinge aus dem Kontext reißen, irgendetwas erfinden? Bei sowas bin ich echt froh, dass ich Zeugen habe, die hinter mir stehen und ja, mal gucken, was nach diesem Video passiert, ne? Und egal, ob man meiner Story letztendlich glaubt oder nicht, mit einer Sache bin ich einfach nur happy. Endlich habe ich den Mund aufgemacht. Also manche Influencer wissen auch meine Story mit Simon und ja, es war quasi ein offenes Geheimnis. Deswegen werden die auch nicht überrascht sein, wenn sie das Video hier sehen. Die denken dann einfach nur, okay, heute ist also der Tag. Aber die Öffentlichkeit wusste nichts und darunter musste ich leiden, mein Ruf musste leiden. Also ich will einfach nur, dass jeder weiß. Nichts? Die beiden haben sich nicht verstanden, die mögen sich nicht. Jetzt wurden halt ein paar Gründe genannt. Das ändert nichts an der Tatsache. Was mir wirklich widerfahren ist. Was lernen wir aus der Geschichte? Steht zu euren Bedürfnissen, steht zu euch selbst und schützt niemanden, wenn jemand darunter leiden muss. Früher oder später kommt alles raus. Hey, vielen, vielen Dank, dass ihr bis zu diesem Punkt zugehört habt. Das hier ist noch nicht das Comeback. Also ich werde ungefähr nach meinem Umzug in 2 bis 3 Monaten wieder starten mit normalen Videos. Erst muss ich diese Schlammschlacht überleben, aber danach wird's richtig geil. Ich freue mich. Ciao. Interessant auf jeden Fall, interessante Sache. Die 250 Donation hat einen krassen Schmetterlingseffekt ausgelöst. Machst du mal wieder was mit Anni? Wenn jetzt Kronk über Sarazza auspackt. Nee, da gab es eine andere Geschichte. Ich weiß nicht, wer das war, aber da war jemand, mit dem sie sich verkracht haben. Das war nicht Tobinator, oder? Das war jemand anderes. Ach, ja, so kann's laufen. Lass mal sehen. Stimmt, er hat das Abschiedsvideo gemacht vor 5 Monaten und plant ein Comeback. Nicht erschrecken, dass Twitter jetzt weiß ist, statt schwarz. Ich wollte noch auf ein paar Tweets eingehen vom Unge. Und da geht er auf ein paar Sachen ein, etc. Von wegen Lurk Girlie. Es ist, fast jeder größere Influencer hey, hat so einen Account. Bin ich halt kein größerer Influencer. Ich bin gar kein Influencer. Ich habe keine Placements. Und dann sehe ich das hier. Ne? Ihr seht ja, wie lang meine Reaction jetzt schon ist. So. Und während ich das gemacht habe, macht Unge diesen Tweet. So. Das habe ich hier gefunden. Vor 14 Minuten. Endlich ein neues Video von Lurk Girlie. Schauen wir mal, was wird. Was wird? Es werden die Tage auch andere Videos von mir kommen. Aber als nächstes, guck mal, deaktiviert vom Ersteller. Alle Daumen. Oh shit.
Auf jeden Fall gucken wir uns das als nächstes an. Und Leute, die Hütte brennt, gucken wir der Feuerwehr zu. Ich beende das jetzt erstmal, die Reaction nicht auf sie. Ich glaube, ich habe es jetzt weggemacht. Vom Vic. Und das nächste Video geht damit weiter. Danke für die Aufmerksamkeit, Leute. Und was sagt ihr zu dem Thema bis hierhin? So, ich sage immer, zwei Seiten einer Medaille angucken. Ja, jetzt haben wir die eine gehört. Und jetzt wird es Zeit, den Beschuldigten anzuhören. Im nächsten Part. Haut rein und ein paar Kommentare. Gute.